Schauen Sie in meine versteinerte Seifenblase. Ja? Ja. Monika, ich glaube, Sie haben zu früh geschaut. Ich habe noch an mein Privatleben gedacht an der Stelle. Ich denke nur an die Karte, an nichts anderes mehr, Monika. Und Sie sagen mir bitte, denke ich? Muss gucken. Ja, denke ich? Ich glaube ja. Ich denke. Also bin ich. Das ist schon mal sehr gut. Aber denke ich an eine schwarze oder an eine rote Karte, Monika? Eine schwarze Karte. Schwarz. Schwarz? Ja. Da gibt es jetzt Zahlenkarten, 2 bis 10 und Bildkarten. Bube, Dame, König, Ass. Ist es eine Zahl oder eine Bildkarte, an die ich denke? Eine Zahl. Zahl? Eine Zahl, ja. Ja. Ja, das stimmt auch. Ist es eine niedrige, 2 bis 5 oder hoch, 6 bis 10? Ich muss gucken. Sie müssen gucken. Ich muss gucken. 6 bis 10. 6 bis 10? Ja. Ich will nur mal die Gegenfrage machen. Können Sie da drin irgendwas sehen? Ah ja, guten Tag, hallo. 6 bis 10, eine hohe Karte, sagen Sie. Also Pik und eine hohe Zahlenkarte. Monika, Sie sind sich Ihrer Sache ziemlich sicher, habe ich das Gefühl. Bitte sagen Sie mir ganz geradeaus, was ist die Karte, an die ich denke? Pik 8. Pik 8. Ja. Die Pik 8. Wow. Monika, vielen Dank. Meine Damen und Herren, bedenken Sie, ich setze meine Gesundheit für Ihre Unterhaltung aufs Spiel. Sollte das also wirklich klappen, lassen Sie das Theater in Beifall untergehen. Ja? Denn Jens und ich präsentieren Ihnen nun den legendären Kugelfang. Jens, ist das Ihre Kugel? Ist das Ihre gemalte 4? Ja. Dann ist das, meine Damen und Herren, der legendäre Kugelfang!